Mein erster Versuch, einen Fischturm in meinen Teich zu setzen, will ich nicht sagen, ist gescheitert, aber diese 250 mm oder 25 cm Röhre, das dauerte circa 3 Wochen, bis dass die ersten 2 Fische sich trauten, dort hineinzuschwimmen. Und es waren immer nur die 2 Fische, andere trauten sich gar nicht einmal. Viel mehr Platz war auch nicht darin. Die großen schwammen außen rum und die hätten noch niemals da reingepasst. Also kam ich auf den Gedanken, ich brauche einen größeren Fischturm. Und zwar so einen. Er sollte 60 cm hoch sein, 40 cm breit. Da habe ich dann erstmal 6 mm Acrylglas bestellt und einen guten Kleber. Für oben habe ich eine weiße Platte genommen. Und was ganz wichtig war, ich musste mir eine Form bauen, damit ich den rechten Winkel auch genau zusammenbekam. Das habe ich für ganz wichtig erachtet und es zeigte sich auch, dass diese Form es sehr einfach dann gestaltete, alles zusammenzukleben. Man konnte es einfach so hineinlegen, wie man es hier sieht, und Kleber angeben und schon funktionierte das. Das war also gar nicht so schwierig. Mit Acrylglas zu arbeiten, hat sehr viel Spaß bereitet. Wichtig war hierbei, erst alles gut entfetten. Hier brauchte man eine ruhige Hand. Ich habe immer beide Seiten angegeben. Das heißt also einmal hier die Fläche, wo nachher die Kopfseite drauf stieß, und auch die Kopfseite. Also ich dachte mir, das ist dann besser. Und es zeigte sich auch, dass nachher alles sehr dicht war. Jetzt die Kopfseite noch angegeben und dann brauchte man das an und für sich nur so darunter rutschen zu lassen. Und schon funktionierte das mit dem Verkleben. Etwas Druck wird dann nötig sein. Ich habe mir dann noch die Mühe gemacht, immer zum Schluss in diesem Winkel von innen nochmal so eine Wurst von dem Kleber reinlaufen zu lassen, um auch eventuelle Unstimmigkeiten oder Unebenheiten zu beseitigen. Da ich eine Zuleitung in Form eines Schlauches, in welchem dann ein Kabel, ein dreiadriges Kabel laufen würde, brauchte, benötigte ich auch ein paar Halterungen. Die hatte ich aus 10 mm Acrylglas geschnitten und hatte sie dann aufgetrennt, sodass der Schlauch passend klemmend dort hineinging. Am Ende des Schlauches hatte ich einen Ring aufgeklebt und genau unter diesem Ring musste zum Beispiel die erste Halterung geklebt werden, damit der Schlauch direkt oben unter dem Deckel blieb. Denn er sollte ja nur Luft saugen. Würde er runterrutschen, in dem Moment würde die Vakuumpumpe Wasser ziehen und das sollte ja nicht sein. Deshalb musste ich hier genau messen, wo diese erste Halterung hinkommt. Und die anderen konnte ich dann freischnauze setzen. Nachdem die Winkel jetzt beide getrocknet waren, konnte ich beginnen, die Vorbereitung zu treffen, dass ich beide Winkel so aufeinander setzen konnte. Da habe ich mit einer Klammer 2 Holzstückchen auf dem linken Teil gesetzt. Da war es an sich gar nicht notwendig. So kommt nachher nämlich die Platte drauf. Da ist das nicht notwendig, dass man die Höhe misst. Das ist nur auf der anderen Seite notwendig. Denn ich habe die Stücke, die ich bekommen habe, von 40 cm auf 40 cm belassen. Und wenn man sie dann zusammenklebt, ergibt das einmal einen Kubus von 40 mal 41,2. Deshalb muss ich hier auf dieser Seite von innen ein Stützholz setzen. Und da muss ich jetzt aufpassen, dass genau die Materialstärke, ich habe 6 mm genommen, das Holz auch genau zurücksteht, wie die Materialstärke ist. Denn sonst wird die andere Platte leicht vorstehen. Und ich hatte die Absicht, noch eine Kunststoffkante dort aufzusetzen, da ich keine polierten Kanten hatte und auch mit dem Verkleben das nie so hundertprozentig sauber geschah. Jetzt wird noch Kleber angegeben an beiden Winkel. Und wenn die Winkel dann beide mit Kleber sind, man hat immer noch 2, 3, 4 Minuten Zeit, bis das wirkt,
Dann brauchte ich das nur oben aufzusetzen, denn jetzt hatte ich eine Fixierung und das ging dann relativ leicht. Man musste die Endstücke natürlich genau gleichsetzen, denn später sollte ja oben noch der Deckel drauf. Und man konnte es alleine oder ich konnte es alleine machen. Oben ansetzen und etwas Druck geben und schon war dieser große Kubus fertig. Nun brauchte ich einen zweiten Mann, Sebastian kam und wir drehten das einmal um 180 Grad herum. Da konnte ich hier in dem inneren Winkel dann noch einmal den Kleber einlaufen lassen, damit der innere Winkel ganz sauber verklebt war. Dann natürlich nochmal 180 Grad drehen und die andere Seite das gleiche. Das funktionierte ganz gut. Oben auf diesem Kubus habe ich dann eine weiße Platte geklebt. Das hatte den Sinn, damit die Technik, die ich darunter praktisch anbaute, nicht so sichtbar war. Als Gewicht eine kleine Batterie und so sieht denn das Fertige aus. Die Winkelkanten aus Kunststoff angeklebt, oben noch so ein Silber-Chromband drum und fertig war mein Turm. Der Fischturm darf ja nachher nur ungefähr so 2-3 cm unter Wasser sein, aber das Mindestmaß. Dafür habe ich dann aus Winkeleisen VA natürlich einen Rahmen gebaut und mit entsprechend langen Füßen, wie das für meinen Teich ist. Hier dieser Ausschnitt ist wichtig. Damit kann ich dann die technische Leitung einführen, ohne dass ich großartig was verändern muss. Dann wird er so aufgesetzt. Tja. Jetzt muss er nur noch ins Wasser, dann sieht die ganze Sache schon anders aus. Aber wir haben natürlich auch noch die Technikseite. Hier habe ich dann einmal die Box, die Technikbox, wo alles untergebracht ist. Der Schlauch, die Zuleitung, in diesem ist ein dreiadriges Kabel, was nach oben zur LED-Leiste führt und damit ich da oben Licht drin habe. Und es ist ein Schwimmerschalter noch dort oben. Der hat die Aufgabe, dann die Vakuumpumpe abzustellen, damit das Wasser nicht zu hoch steigt. Tja, jetzt wollen wir mal probieren. Licht geht an und Pumpe läuft. Hört sich fürchterlich laut an, ist aber normal nicht so laut. Tja. Die Technikbox, was ist da drin? An für sich ist eine Zuleitung mit einem T-Stück, denn ich muss irgendwo ja jetzt das Kabel wieder aus dem Schlauch bekommen. Dann wird das T-Stück, da wo das Kabel rauskommt, mit Dichtmittel verschlossen. Jetzt habe ich nur noch eine Öffnung und von dieser Öffnung geht eine Zuleitung zu einem Kugelhahn. Wenn ich den öffne, strömt Luft ein und das Wasser sinkt im Fischturm. Oben geht eine Zuleitung durch ein Rückschlagventil in die Vakuumpumpe und die Vakuumpumpe geht dann weiter nach außen und pumpt was praktisch die Luft von oben weg, saugt sie raus und wir haben dann steigendes Wasser. Die ganze Angelegenheit braucht natürlich Strom, also 12 Volt plus minus, bei mir geht das über Solar, wo das mit versorgt wird. Dann habe ich zwei Schalter da drin, einmal für Licht und einmal für die Vakuumpumpe. Die Verkabelung ist relativ einfach, das könnt ihr hier ein bisschen sehen, schematisch dargestellt. Dann haben wir oben im Fischturm noch zwei Elemente, einmal die Beleuchtung hier als Lampe dargestellt und einmal den Schwimmerschalter. Lampe an, Schalter an, Licht an, logisch. Dann haben wir den Schwimmerschalter, jetzt ist der Schalter unten, das heißt, er arbeitet, wenn auch der Schalter ein ist. Dann wird Luft weggepumpt und das Wasser steigt wieder. Ist genug Wasser drin, ist der Schwimmer oben, dann schaltet automatisch der Schalter aus. Jetzt nehmen wir einfach erstmal die Technik raus, denn die stört mich ja, denn jetzt geht's zum Teich und die Sache wird doch montiert. Das kann man ganz locker rausfegen. Das ist auch wichtig, wenn man den Kubus reinigen möchte, den Fischturm. Also hier habe ich ein Brett drüber gelegt und das ist die erste Montage von
meinem Fischteich-Tisch oder weiß ich, wie man das Teil nennen will, also für das Gestell. Ich hatte das schon unten so weit geschaut, dass die Höhe stimmt. Eine Platte gesetzt und ein paar flache Steine, sodass ich das aufsetzen konnte. Und man braucht keine Wasserwaage, man muss nur eben die Oberkanten von diesem Gestell richtig einsetzen und dann stimmt das auch alles. Dieses Gestell muss recht fest und sicher stehen, denn man muss bedenken, 4 mal 4, also 40 mal 40, ergibt 16 mal ungefähr 55 cm hoch sind 88 Liter, das heißt 88 Kilogramm. Das ist eine ganze Menge. So, jetzt kann wieder die Technik eingebaut werden. Wie gesagt, es ist relativ einfach. Wichtig ist, dass die Leitung, also dieser Schlauch mit der Technik, oben ganz kurz unter der Decke ist. Denn es darf kein Wasser hineinkommen oder sollte kein Wasser. Sollte die Vakuumpumpe mal Wasser ziehen, kann man das durch die Entlüftung wieder rausblasen. Dafür ist die Ecke, das sieht man jetzt, dadurch brauche ich da nicht irgendwo unter Wasser oder sonst was, sondern ich kann das so einsetzen. Tja, und das sieht so aus, es steht stabil, wir können befüllen. Befüllen heißt, erst muss ich mal 12 Volt anschließen, sonst läuft die Elektrik nicht. Aber da ich optimistisch bin, dass alles funktioniert, werde ich erstmal den Schlauch schön unter die Steine setzen. Er muss ja nicht so sichtbar dort rumhängen. Der Schlauch, da ist das Kabel drin. Aber das ist eine relativ sichere Sache. Läuft ja auch alles nur auf 12 Volt. Ist ja nicht so tragisch. Also wie gesagt, ich habe eine kleine Solarzelle auf meinem Dach, eine Batterie als Puffer dazwischen. Und dann wird die ganze Sache einfach an diese Technikbox angeschlossen. Ich habe da noch ein paar Außenleuchten dran, funktioniert hervorragend, muss ich sagen. 100 Watt, so ein Solarteil. Ich habe es ein bisschen lackiert in Tarnfarbe, damit es nicht so sehr auffällt. Ich wollte da nicht so eine graue Box sitzen haben. So, dann wollen wir mal sehen und anstellen und befüllen. Naja, das haben wir jetzt etwas schneller gemacht, dass es nicht so aussieht, als dauert es ellenlang oder beziehungsweise sollte der Film nur lang werden. Ich denke, man braucht so ungefähr 8 bis 10 Minuten, bis dass er befüllt ist. Und das gleiche ist auch beim Entleeren. Es hat den Vorteil beim Entleeren, dass die Fische nicht so schwabbelig rauskommen. Und man kann danach, nachdem er langsam entleert ist, ganz locker den 2 bis 3 Kilo schweren Fischturm wegnehmen. Schon nach 4-5 Stunden war schon reger Betrieb im Fischturm. Anders als bei dem runden Turm, da brauchten die Fische 3 Wochen. Also dieser neue Fischturm gefällt mir sehr gut. Und vor allen Dingen abends mit Licht und jetzt noch im Sommer macht es Spaß draußen zu sitzen und sich dieses Aquarium über dem Teich anzusehen. Hat's gefallen? Dann Daumen hoch. Bis dann. Tschüss.